2002 war für den Bezirk Christkirchen ein ereignisreiches Jahr. Anlässlich der Abschlussveranstaltung des ersten Ausbildungsgangs zum Hausruckberater informierte die Wirtschaftskammer über aktuelle Themen im Bezirk. Im Rahmen eines Mediengesprächs zogen Dr. Georg Spiegelfeld und Magister Thomas Wolfmeier Bilanz. Über das vergangene Jahr stellten aber auch schon erste Vorhaben für 2003 vor. Die ganze Bezirksstelle funktioniert nur deswegen so, weil wir, glaube ich, ein gutes Team sind. Und ich glaube, gemeinsam mit dem Obmann Dr. Spiegelfeld können wir auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Und wir werden uns nicht ausruhen und wir werden weiterarbeiten für die Wirtschaft und für die Bewohner. Der Weg für 2003 ist also sicherlich die Eröffnung des Technologiezentrums. Das ist das Highlight fürs nächste Jahr. Es ist aber genauso wichtig, weiter sich um Gründer zu kümmern. Wir müssen den erfolgreichen Weg, alles zu tun, dass wir unsere Arbeitslosenquoten halten können oder noch verbessern können, diesen müssen wir fortgehen. Und da diesem Ziel ist alles unterzuordnen. Als äußerst erfolgreich hat sich das Projekt Hausruckberater herausgestellt. Die Nachfrage nach dem Kurs war größer als das Angebot. In der ersten Staffel haben sich 16 Teilnehmer mit unterschiedlichen Themen zur Region beschäftigt. Wenn man das Wort Tourismus hört, da denkt man immer, ja, wo kommt man hinfahren? Aber immer eher weiter weg. Kommt gar nicht auf die Idee, dass es bei uns auch viele Sachen zum Anschauen gibt. Da haben wir gedacht, da schaut man sich dann alles an, da macht man Führungen und lernt Kulturen kennen. Und dann haben wir gedacht, jetzt mache ich den Kurs. Und ich bin jetzt drauf gekommen, dass eigentlich, da wir selber in einer wundervollen, schönen Region wohnen und habe durch den Kurs die Vitalwelt Hausruck, also die Region, wo man daheim ist, viel mehr schätzen kennengelernt. Ich sage, wenn es um die Vermarktung von einer Stadt oder einer Region geht, muss man sich natürlich damit identifizieren. Und damit man sich identifizieren kann, braucht man Informationen. Und genau diese Informationen haben wir bei diesem Kurs bekommen und mittlerweile glaube ich, dass ich gar nicht so schlecht drauf bin und dass ich sogar Informationen weitergeben kann. Einer der Schwerpunkte des Kurses waren praktische Exkursionen vor Ort. Die Teilnehmer erhielten so Einblick in Betriebe, touristische Einrichtungen und Institutionen. In Christkirchen haben wir sich das Schloss Porz angeschaut und die Hofbühne Tegernbach und in Wallern die Kirche und das Heimatmuseum. Die zweite Exkursion ist nach Haag im Hausruck gegangen und Geboldskirchen und die dritte ist nach Galsbach, das HT1-Studio und nach Bad Schallerbach. Ziel dieser Kooperation zwischen Wirtschaftskammer, AMS und Vitalwelt Hausruck ist die Hebung der allgemeinen Tourismusgesinnung in der Region. Man will mit diesem gemeinsamen Projekt die Information über die eigene Umgebung entscheidend verbessern und kompetente Ansprechpartner für Gäste ausbilden. Es ist eigentlich aus dem heraus entstanden, dass es uns wichtig ist, dass nicht nur wir als Tourismusfachleute unter Anführungszeichen dementsprechend kompetente touristische Auskunft geben können, sondern dass wir einen Pool von Leuten haben, die zur Verfügung stehen und die auch in der Region bei Anfragen von Gästen oder auch von Einheimischen dementsprechend touristische, wertvolle Auskünfte geben können und über die Region, über die wirtschaftlichen Gegebenheiten informieren können. Wir haben sogar mehr Kursteilnehmer am Ende gehabt als am Anfang. Das ist sicher ein gutes Zeichen. Und vor allem haben wir vermitteln können, dass es im Hausrucklandl unwahrscheinlich viele schöne Dinge zum Sehen gibt und zum Erleben gibt. Und Ziel wäre es ja, dass das an die Gäste in diesem Sinne weitergegeben wird. Würden Sie denn so einen Kurs empfehlen? Ja, nicht nur Leute, die mit dem Tourismus zu tun haben, sondern auch jeden, die was ein Geschäft haben, also wo Leute vielleicht hinkommen können und eventuell eine Beratung der Region da fragen wollen.